Und willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ich bin hier gerade mal zurück zum Brunnen gelaufen und hier kommt gleich eine ganze Menge Geistervolk angelaufen, oder? Zumindest haben die mich eben verfolgt. Da ist zum Beispiel einer. Und des Weiteren, keine Ahnung warum, aber hier fängt plötzlich jetzt das Halsband an zu piepen. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Vorher war das hier nicht. Keine Ahnung. I really don't know it. So, den versuchen wir jetzt mal ein bisschen hier. Sehr schön. Ich bin begeistert. Warte mal, wir holen jetzt gerade mal hier für das Ding die Upgrades. Das... Ja, doch. Können wir machen. Nee, nicht 5. 1. Und dann... Das Ding. Auch 1. So. Und nö, dann machen wir hier das. Schadenspotenzial, das ist cool. Zustand der Waffe, plus 50. Ja, ist natürlich auch geil. Sehr schön. So, mein Freund, dann komm mal her. Okay, das ist unglaublich. Ja, hier war's. Komm her! Bäm! Nein! Okay. So, Wurfmesserspeer. Wunderschön, können wir da Messerspeer und... Fast vergessen. Aber die bringen bei mir, glaube ich, nicht viel, wenn ich die nutze. Und die wiegen auch so sau viel. Warte mal. Ich versuch's gerade mal. Nur so testweise. Ob das überhaupt funktioniert. Tatsache, funktioniert. So, und was... Genau. Piept jetzt hier? Hm. Strange. Vera! So, jetzt müsste eigentlich das Haupttor ja offen sein, ne? Nachdem wir da so fleißig am Strom rumgespielt haben letztes Mal. Dieses Tor führt direkt zum Sierra Madre Casino. Wenn Sie einmal drin sind, können Sie vielleicht nicht mehr zur Villa zurückkehren. Möchten Sie fortfahren? Jo, möchte ich. Mhm, schön. Bist du gerade hingekommen? Zack! Kiste einen übergezogen, oder was? Geile Veranstaltung auslösen. Aufgabe abgeschlossen. Ach, das war nur irgendwie... Aha. Okay. Nur eine Vision.
Ja, so, Nahkämpfer, so, den einen hier auf den Sprengstoff noch und dann weiter. So, haben wir hier was Neues? Dann haben wir nicht. Auge im Auge, ne? Kernschmelze, Händchen für Waffen. Haben sie denn irgendwie als 5, halb so schwer? Leider Läufer, sie jetzt immer da Leichen, das brauchen wir nicht. Sie können im Kampf nicht niedergeschlagen werden. Schnell ziehen, Hamster. Verrückter Bomber. Aha, spezielle Sprengstoffrezepte. Sie kennen sich mit der Ladebank aus und werfen keine brauchbaren Reste weg. Bei Schusswaffen können Sie öfter Einzelteile wiederverwenden. Alle Eigenbaurezepte, Ladebank und Weibel. The Lady Killer. Wenn Sie leichte Rüstung tragen, erhalten Sie plus 5% Chance auf kritische Treffer. Wenn der Gegner 25% allein minus. Eigentlich verwenden wir ja nur leichte Rüstung, deshalb ist das gar nicht so schlecht. Aufgabe hinzugefügt, die Bestie erledigen. Da oben. Aufgewacht. Du da drinnen. Kannst du mich hören? Ja. Es gibt Energieschwankungen. Notstrom. Du bist drin. Gut. Dachte schon, es wäre dein Ende. Nur leider haben deine Freunde auch einen Weg hierher gefunden. Es hat sie umgehauen. Genau wie dich. Was los war? Das Sicherheitssystem hat dich erwischt. Ah. Es reagiert auf Fremdes oder Radioaktives. Betäubt den Besucher und schafft ihn woanders hin. Okay. Und wo? Die alten Aufnahmen sorgen für Überlagerungen. Die Gäste, die hier gefangen wurden. Schalte den Lärm ab. Das Casino hat deine Freunde woanders hingebracht. Könnte von Vorteil sein. Oder auch nicht. Wollen sie dir helfen? Oder dich töten? Da du jetzt im Inneren bist, sollte mein Signal durch die Lautsprecher kommen. Willkommen im Sierra Madre. In seiner ganzen Pracht. So war die alte Welt sogar noch kurz vor dem Bombennagel. Sieh dich ruhig um. Wunderbar. Seine Gäste sind alle tot. Ist auch besser so. Diese Stille. So sollte es in der Mojave auch sein. Also, das Casino schläft. Es gibt noch abgesperrte Orte. Unerreichbar. Aber wir schaffen das schon, vertrau mir. Wir müssen es nur aufwecken. Ja. Okay, also war das doch keine Vision. Holographische Sicherheit aktivieren, auf Musiksteuerung zugreifen. Theater-Hintergrundmusik, Restaurant-Hintergrundmusik, kein Zugriff auf Suite-Steuerung. Kein Zugriff auf Theatersteuerung, kein Zugriff auf Restaurantsteuerung. Holographische Sicherheit. Aktivierungscode erforderlich. Den haben wir nicht. Okay.
Gehen wir zuerst, also wir können anscheinend auswählen, Restaurant, Casino oder in die Suite. Ich glaube, wir machen als erstes watscheln wir mal ins Restaurant. So, du da oben bist, glaube ich, gesichert, oder? Ja. Da hört es auch schon auf. Aber ich schaue trotzdem gerade noch mal da. Ist denn weg? Oh, okay. Weg. Gut. Cantina Madrid-Tür. Cantina Madrid erfordert Schlüssel. Den haben wir nicht. Gut. Also, nimmt uns hier das Spiel die Entscheidung ab, wo wir zuerst hingehen. Da brauchen wir in Sicherheit auch einen Schlüssel für. Nee, da können wir hin. Theater, Suites. So, was macht hier? Was macht hier? Piepsgeräusche. Sie kommen nicht vom Klo. Das ist schon mal gut. Klammern. Da brauchen wir auch einen Schlüssel. Hier hat es doch irgendwo aufgehört. Hör auf! Ach, eben hat es da aufgehört an irgendeiner Stelle. Okay. Ich merke schon, das wird lustig hier. So. Dann dasselbe Spiel noch einmal. Schauen erstmal kurz hier. Polizeipistole. Okay, dann hat man hier auf dem Klo hat man jetzt seine Ruhe. Schlüssel. So. Können wir hier denn irgendwas Neues kaufen? Können wir nicht. So, die Gewehrteile. Ich kaufe die jetzt gerade nochmal, so rein aus Interesse. Um zu sehen, ob ich das Ding nochmal damit ausrüsten kann. Um es dann vielleicht damit zu reparieren. Geht natürlich nicht nochmal, das ist schlecht. Das ist echt schade. Scheiße. Weißt du was, komm. Dann sparen wir uns die, dann muss ich das nicht nochmal kaufen. Da kommen wir auch nicht rein. Alter, ey, es ist... Es ist kacke. Verarsch mich doch nicht, hier hat es doch eben aufgehört. Schon davor eigentlich. Ja. Jetzt. So, wir versuchen es nochmal hier. Da hört's auf. Da hört's auf, Junge. Ah!
Okay. Kommen wir auch nicht rein. Also das Einzige, wo wir reinkamen, war doch dann hier unten. Ins Casino. Okay, dann vorwärts, ne? Oh nein! Du bist hier von Vergangenheit umgeben. Nur wenige haben sie bisher gesehen. Und niemand wird sie je wiedersehen. Ich habe hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Es gibt mir, was ich brauche, bevor ich es verlasse. Und es wird mich immer wieder willkommen heißen. Jetzt finde einen Weg, diesen Geist aus dem Schlaf zu rütteln. Schließlich hat es Gäste. So, Verhalten einstellen, Bartreppenwache, Sicherheitsnotiz, beschäftige Sierra Madre. Bitte unterlassen Sie es auf Anweisung von Mr. Sinclair, die Sender der Sicherheitshologramme zu manipulieren oder zu zerstören. Denken Sie daran, dass die Hologramme uns und unsere Gäste beschützen. Wache... Warte mal. Patrouilliert momentan die Treppen der Bar. Okay, er patrouilliert, das ist ganz gut. So, der wird mich schon nicht sehen. Was? Ach, Sonnenbrille. Blackjack spielen? Kann ich das ganz alleine machen? Achso. Okay. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier mit mir alleine Blackjack spielen? So, da haben wir auch noch so einen Affen. Komm schon. Ist das der? Ist er nicht. Jetzt, warte mal, der geht da. Oh, und jetzt dreht er sich um. Jetzt hat er mich gesehen und gleich. Der patrouilliert da leider nicht, ne? So. West-Casino-Stockpatrouille. Bartreppenpatrouille. Bewacht momentan die Treppen der Bar. Ich raff das hier nicht so ganz. Okay, er hat immer noch dasselbe Verhaltensmuster, aber jetzt dieser Kerl da hinten, der müsste doch jetzt eigentlich weg sein, ne? Auch nicht. Warum nicht? Was ist das für ein Schiss? Ich hab doch da jetzt eindeutig irgendeinen... verstellt, oder nicht? Bartreppenwache. Das ist dieser Typ, der da drüben, glaube ich, steht. Aber das geht ja nicht. Da kommt nur die Info. Bartreppenpatrouille. West-Casino-Stockpatrouille. West-Casino-Stockpatrouille. Bartreppenwache.
Ich habe keine Ahnung, was ich damit verstellen kann. Anscheinend auch irgendwie gar nichts. Ja, ja. So, wenn ich dem jetzt einfach hinterher schleiche gleich. Vermutlich verfolgt er mich jetzt und tötet mich. Nein! Nein! Da kommt er. Das ist jetzt natürlich wirklich schlecht. Das ist der nächste. Oh, ein Büroschlüssel für irgendwas, keine Ahnung für was. Vermutlich für ein Büro. Irgendwo. Und vermutlich kann ich in diesem Büro vielleicht auch die Wachen ausschalten, das wäre... wäre ja zu schön. So, das hacken wir mal hier. Doch nicht. So, nochmal. Das ist echt immer so ein bisschen nervig. Besonders hier dieser Startmechanismus, das ist am blödesten. Boah, Mann. Schnarch! Lässt sich auch ums Verrecken nicht überspringen. Boah! Ah, das ist zum Kotzen. Upsa. Mann! Ich will doch einfach nur das blöde Passwort. Lost? Home? Pole? Ja, es war der Pole, sehr schön. So. Und nü? Sicherheitsmemo. Beschäftige Seramade bitte und lassen Sie auf Anweisung des Sicherheits manipulieren. Sicherheitshologrammstatus überprüfen. Bewacht momentan das Sicherheitsbüro. Verhalten einstellen. Bartürwache. Ich wollte gerade sagen, Barttürwache. Ah, okay, ich ändere das einfach so. Alles klar, verstehe. Personal. Büropatrouille. Verhalten einstellen, Sicherheitsbüropatrouille. Hologramm, Serviceprotokolle 2.3. Hologramme werden mit Service- und Sicherheitsprotokollen programmiert. Serviceprotokolle, Hologramme übernehmen bestimmte Tätigkeiten, etwa als Begrüßungspersonal, einfacher Verkäufer oder im Fall eines Sierra Madre Casinos die Bedienung von Spieltischen. Diese Service-Hologramme folgen einfachen Routinen und sind nicht in der Lage, irgendwelche Sicherheitsfunktionen auszuüben. Hab das gerade durchgelesen. Im Brandfall bei chemischen Lecks, Nuklearangriff oder anderen Bedrohungen für das Casino werden die Innen- und Außentüren hermetisch abgeriegelt, um die Gäste vor Schaden zu schützen. Während der Dauer dieser Abriegelung werden Hologramme im Bedrohungsstatus patrouillieren. Na toll.
Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Trotzdem, was, wenn es wieder ein Leck in der Schaltstation gibt? Von den Gasventilen der Küche ganz zu schweigen. Wenn die getroffen werden, brennt das ganze Casino lichterloh. Verkaufsautomaten, Code Scotch. Den brauchen wir wirklich sehr dringend. Diese Tür ist wegen des Gaslecks hermetisch versiegelt. Wenn Sie die Versiegelung der Tür überbrücken, wird es Ihnen nicht möglich sein, sie von innen zu öffnen, bevor Sie die Gasventile geschlossen und sich um Doc gekümmert haben. Dieser ungewöhnlich aussehende Autodoc hat immer noch eine Menge an Dioden und Knöpfen, die zu funktionieren scheinen. Das... Das ist ganz interessant, weil dann können wir damit nämlich, Christine wieder zum Sprechen bringen. Die brauchte ja so ein Autodoc einfach. Das ging jetzt mit Büroschlüssel zu öffnen und hier waren wir ja schon. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Das ist, ich sehe schon, das wird hier toll. Vielleicht sollte ich das Ding auch einfach mal ausstellen da oben, dann habe ich hier mehr Zeit, mich umzusehen und wertvolles Zeug mitzunehmen. Turn the lights on! Scheiße, jetzt habe ich eine Harmonika mitgenommen, naja. So, da ist der Hans Bumble. Ich meine, den kann man ja auch irgendwie ausweichen, das... Funktioniert ganz gut! Ich glaube, durch Türen können die gar nicht gehen. Oder ihr Säcke, ihr könnt gar nicht durch Türen gehen, oder? Ich glaube nicht. Nee, nee, die können da nicht durch. Natürlich witzig, wenn er jetzt gleich neben mir stehen würde. Ich glaube, ich würde brüllen. Sehr laut. Da steht er, der Sack. Also, hier komme ich auch mit dem Büroschlüssel hin, alles klar. Hä? Wo ist er denn hin? Na, wo ist er dann? Oh, 50 Chips. Geil. So, hier ein bisschen Schnaps, da nix. Ein Sierra Madre Helm, verstärkt. Bringt uns nur leider auch nicht viel. Wir müssen ja eine Brille tragen. So, jetzt gucke ich nochmal gerade hier. Sicherheitsvorkehrungsmeeting. Da du nicht da warst, Sinclair hat heute seine Sicherheitsmaßnahmen erläutert. Er hat aufgepasst, was in den Nachrichten so läuft und wollte Schritte unternehmen, falls die Chinesen sich auf amerikanischem Boden festsetzen. Hat uns die zusätzlichen Funktionen der Hologramme erklärt und wie das Casino aufgebaut ist. Die Notfallprotokolle und das Sendesignal, das wir für die Gala-Veranstaltung benutzen. Der Kerl ist durchgeknallt, scheint aber trotzdem auf alles vorbereitet. Schätze, die abgeschiedene Lage des Casinos war Absicht. Bin nicht sicher, was er zu schützen versucht, scheint aber davon besessen zu sein. Ich bin auch sehr gespannt, was er hier versucht zu beschützen. Jawohl! Okay. Ein automatisches Gewehr, das finde ich super. Na, 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 na. Und das ist sogar... Wow.
in super Zustand. Die nehmen wir gerade mal mit. Da haben wir keinen Schlüssel für. So, ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal Schluss. Casino-Sicherheitskamera. Aha. Und dann sehen wir uns hier. Ich kann gar nicht aufhören. Habe ich hier auch irgendwo dieses Ding, womit ich diese scheiß Patrouille ausschalten kann? Sieht nicht so aus, ne? Na gut. Okay, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!